So, ich begrüße euch mal recht herzlich auf meinem Livestream hier so auf YouTube. Ich weiß nicht, wer mir alle sieht oder sehen kann. Ich bin noch ein bisschen experimentieren. Ich warte immer noch auf meine Glasfaserleitung. Ich bin hier noch mit einer ganz normalen unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich hier rüberkomme im Text. Und Zuschauer sehe ich hier, habe ich auch noch keine, aber das ist nicht das Schlimme, nicht kein Problem. Es geht um unsere Gedanken. Wenn wir unsere Gedanken, die wir haben, aufschalten würden, was würde mit uns passieren? Hat einer von euch mal eine Idee? Was würde passieren, wenn wir unsere Gedanken aufschalten würden? Einige Menschen würden fast denken, wenn ich keine Gedanken habe, sterbe ich. Was aber gar nicht der Fall ist. Wenn ich keine Gedanken habe, keine immer wiederkehrenden Gedanken, wie wäre meine Welt? Wäre meine Welt leichter? Wäre meine Welt einfacher? Ich stelle mal den Ton aus. Wie wäre dann wirklich meine Welt? Meine Welt wäre entschieden einfacher, weil alles, was ich mit den Augen wahrnehme, wird kommentiert von vielen Gedanken, die schon seit Jahrhunderten alt sind. Die in meinen immer wiederkehrenden Gedanken vorkommen, wo immer wieder gewarnt wird, pass auf, mach dies nicht und mach jenes nicht. Es unterstehen da ganz viele Einflüsse in unserem Leben, die uns eigentlich von den schönen Dingen fernhält. Psychologen und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir am Tag 60.000 Gedanken haben. Davon sind 70.000 Gedanken negativ. Wenn wir mal so schön hören, hört man hin? Das ist gerade der Regen, der auf meine Fenster prasselt. Wenn wir aber die Situation, die wir in jedem Moment unseres Lebens erleben, mal nicht zensieren würden, was würde passieren? Würde eine andere Welt eintreten, in der wir jetzt leben, obwohl wir hier auf der Erde sind? Soll ich was sagen? Ja, es würde eine andere Welt eintreten. Und warum? Die Welt wird nur schlecht durch das, wo und wie wir sie bewerten. Es geht darum, wenn wir mal alle still werden. Still werden, nicht um uns, nicht uns umherum zu, sondern im Gedanken, im Kopf. Wenn wir alle Gedanken niederlegen, wenn kein Geräusch mehr im Kopf vorhanden ist, kein Gedanke mehr zensieren will, was passiert dann? Erstmal, alle Situationen entschärfen sich, entkrampfen sich. Sie werden einfach nur das, was sie sind, Situationen. Was geschieht noch mehr? Ich zeige immer so gerne, wenn man sehen kann, meine schöne Blume. Ob sie schön ist, ist immer im Auge betrachtet. Ich finde sie aber schön. Was hat unsere Blume mit uns gemeinsam? Wollte ich sagen, beides ist Leben. Wir haben kein Leben, wir sind Leben. Die Blume blüht und wächst, wie wir genauso. Wir blühen und wir wachsen. Der kleine Unterschied ist der, dass wir denken können, dass wir handeln können. Die Blume kann nicht von Punkt A nach Punkt B wechseln, nur über Bestäubung. Wir können zwar auch über Bestäubung, oder nennt man Sex, das nennt man Kinder machen. Aber uns wesentlich haben wir die Möglichkeit, dass wir an Punkt A und an Punkt B sein können, wo wir uns hinbewegen können, was die Blume nicht kann. Ist doch mal interessant. Wie geht es dann weiter? Ja, wie geht es dann weiter? Wenn alles still ist, wo tauchen wir denn ein? In das große Ganze. Wenn ihr mal die Blume anschaut, wie wir da haben, überlegt mal, ist die Blume traurig? Ist die Blume niedergeschlagen?
Hat die Blume was zu befürchten? Nö. Das Gleiche würde auch mit uns passieren. Wir haben nichts zu befürchten. Weil alles, wie wir schon wissen, was wir aber irgendwo nicht glauben können, in Gottes Hand ist. Und wir machen immer von Gottes Hand einen Menschen, der uns die Hand reicht und sagt, komm her. Aber diese Gottes Hand, wovon spreche ich, ist eine Energie, die alles Leben weiterleitet und leitet. Und wenn wir genau in dieser Energie sind, wird jeder von uns erfolgreich, egal was er macht. Und wenn 10 Blumengeschäfte nebeneinander wären, wären alle 10 Blumengeschäfte erfolgreich. Was man auch im ersten Moment mit dem normalen Verstand nicht akzeptieren kann, weil ja viele Gründe dagegen sprechen, 10 Geschäfte auf einmal auf einer Straße, kann nicht. Aber ich kann auch ein kleines Beispiel geben. Wir nehmen mal keine Straße, wir nehmen mal eine Stadt. Kombi, Lidl, Aldi, Penny, Netto. Findet man alle in jeden größeren Städten. Oder im Umkreis von kleinen Städten, die ganz schnell erreichbar sind. Und alle diese haben ihre Existenz. Und dazu kommt auch noch die kleinen Bäckereien, die da sind und die mit ihren Cafés sind und alles überleben. Und so sind wir Menschen genauso. Wenn wir aufhören, das Szenario hinzumalen, was uns töten könnte, was uns den schlechten Erfolg bescheren könnte, all diese negativen Dinge, werden wir alle in Natur aus erfolgreich. Alle Kühe geben die gleiche Milch. Und daher geht es wieder zurück zu dir, auch zu deinem eigenen Erfolg. Wie erfolgreich fühlst du dich in deinem Leben? Hast du alles geschafft? Bist du wirklich glücklich? Erfolg ist nicht nur die Summe des Geldes, sondern die Summe allem zusammen. Es wäre die innere Wahrnehmung von dir selber. Wie fühlst du dich? Es wäre mit deinem Partner, der an deiner Seite ist. Deine Tätigkeit, die du ausübst. Deine Freunde, die in deinem Umkreis sind. Deine Eltern, die du hast, auch wenn sie verstorben sind. Was gibt es noch mehr? Dein Gedanke, dein Denken von dem Leben. Wenn dies alles ein gutes Gefühl ergibt, bist du erfolgreich. Wenn du immer das kaufen kannst oder das leben kannst, was du in diesem Moment gerade möchtest. Nämlich Geld ist genauso Quatsch. Geld brauchst du nicht in jedem Moment. Wir meinen immer so, Geld ist lebenswichtig. Geld braucht man dann nur dann, wenn man es ausgeben will. Ja, braucht man kein Geld. Aber das Gefühl, da zu sein, ich bin es wert, ich bin gut, dass du dir selber glaubst, da kommt es drauf an und auf gar nichts anderes. Wenn du dich selber glaubst oder dir selber glaubst, dass du gut bist, wenn du das fühlst, es ist ein Lebensgefühl, dann bist du mitten bei dir. Und dieses mitten bei dir zu sein, ist genau wieder wie meine Blume. Sie ist in jedem Moment bei sich. Warum? Ein ganz einfacher Punkt. Diese Blume urteilt nicht. Sie urteilt nicht, ob sie schön ist, ob sie schlecht ist, ob sie gut ernährt ist oder ähnliches. Sie weiß es einfach von innen heraus und zweifelt nicht an sich. Und wenn wir an uns nicht zweifeln, was meint ihr, was würde passieren? Keiner von euch brauchte mehr kämpfen. Keiner brauchte mehr kämpfen für sich selber, für seine eigene Existenz, was wir jeden Tag tun. Und dieses Kämpfen für die eigene Existenz, ich muss sagen, ist der größte Schwachsinn. Guckt euch mal meine Blume an. Kämpft die? Bitte? Die steht da auf dem Schrank und wächst vor sich her. Wenn wir nicht mehr kämpfen brauchen, wenn unser Leben gewiss ist, was unser Leben von Anfang an gewesen ist, haben wir Zeit. Haben wir Zeit für die schönen Dinge. Für die schönen Dinge im Leben, die wir machen dürfen, nicht müssen, die wir machen dürfen. Weil wir daran Freude und Spaß haben.
wenn wir uns entwickeln dürfen. Wenn wir das machen dürfen, was Spaß macht, dann kommt Freude. Wir haben immer Angst, ein anderer um die Ecke oder um die Ecke könnte das Gleiche machen und würde meinen Erfolg schmälern. Dein Erfolg kann man gar nicht schmälern, weil nur dein Erfolg für dich alleine geschaffen ist. Alles Große, was du in deinem Leben erschaffen willst, ist schon lange da. Wir kennen es, du musst es reinholen. Reinholen ist ein blödes Deutsch. Du musst es frei machen von deiner Negativität. Du musst aufhören zu denken. Unsere Blume wieder, die ich schon mal da hinten im Hintergrund habe, die wächst auch, ohne dass sie denkt. Diese Blume nimmt nur wahr, was gerade geschieht, ohne zu urteilen. Wie es mit den Bäumen ist. An den Bäumen können wir abnehmen, war es ein heißes oder ein kaltes Jahr. So wird die Blume es auch wahrnehmen. Aber sie zensiert es nicht. Es ist einfach. Und wenn wir da hinkommen, es ist einfach. Wo sind wir dann? Dann sind wir wieder bei uns. Wie oft bist du bei dir? Du lebst zwar, aber du bist mehr abwesend, als du bei dir bist. Nimm dich mal ganz wirklich wahr. Deinen Körper. Nimm mal wahr, wie dein Blut in deinen Adern rast. Wie dein Herz das Blut durch die Adern pumpt. Nimm mal wahr, wie dein Herz schlägt. Nimm mal wahr, was du gerade empfindest. Nimm mal wahr, wie du empfindest. Und schau dir ein Bild an. Oder schau aus dem Fenster und schau den gegenwärtigen Moment an. Er ist. Er überlegt nicht. Er ist einfach da. Gut. Hier machen wir mal einen kleinen Cut. Ich weiß nicht, was es von geworden ist, von diesem kleinen Videobeitrag. Aber wenn ihr ihn gesehen habt, macht einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Oder wenn nicht, macht einen Daumen runter. Alles ist möglich. Ich verbleibe trotzdem euer Robert Gerhard. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.